Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth und dem Beagle. Ich werde jetzt schlafen. Ja, mache ich. Und blätt mich mal aus, ich wette, da kommt was. Ich glaube, ich bin wirklich erschöpft. Ach, sag bloß. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Checkst nicht ganz? Eine Materie? Seltsame Farbe? Kann ich bei... Warst ja eine ganz schöne Leseratte. Okay. Muss ich irgendwas anderes machen? Jetzt tigert er die ganze Zeit zwischen den beiden Bewusstlosen hin und her. Bitte. Kann ich rausgehen? Jo. Sag mir nicht, dass Cloud da so sitzt. Armer Cloud, ey. Was ist denn oben? Ist Marlene jetzt auch da? Ach, der Balkon, genau, der Balkon. Oh, wow. Niemand, der sich mehr um die Blumen kümmert. Alter, das mit dem Licht ist manchmal sehr nervig. Ich lasse mich mal übrigens ausgeblendet. Ich würde gerne wissen, ob Marlene scheint nicht da zu sein. Obwohl das mit Barrett und Co. ja dennoch passiert ist. Aber es muss anders passiert sein. Weil Claudia... Doch, Marlene ist da. Möchtest du auch was? Klar, hab riesen Kohldampf. Man sagt guten Appetit. Richtig so, Kleine. Ja, ja. Einmal ja reicht, okay? Gut gemacht, Kleine. Stimmt. Gestern Nacht, da war irgendwer vom Haus, oder? Ah, du meinst Bix. Er hat uns Nahrungsmittel gebracht. Warum denn mitten in der Nacht? Weil sein Gesicht auf den Steckbriefen prangt. Die hast du doch sicher gesehen. Slums von Sektor 5, Zentrum. Die sind alle erledigt, außer Biggs. Woher kennt ihr den? Das fragt ihn am besten selbst. Solange Marlene hier wohnt, kommt er wieder. Kommt er nicht. Oh. Bix kommt nicht wieder. Weil Papa und Tifa kommen ja auch nicht. Oh, die arme Kleine. Also, wieso sollte er dann kommen? Keine Angst. Ich werde ihn für dich suchen gehen, okay? Und dann bringe ich ihn her.
wirklich? Wirklich, wirklich. Ach ja, richtig. Einmal reicht. Dieses Mal nicht. Wirklich, wirklich. Zack ist ein bisschen aufgedreht, kann das ist? Wirklich, wirklich. Oh. Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Brauchst du vielleicht irgendwas? Nein, danke. Ich glaube, ich brauchte einfach nur Schlaf. Sonst noch was? Nicht wirklich. Red erkundet die Gegend. Und Aris und Yuffie sind im Riesenrad. Da gibt's gerade ein Event für Paare. Ich bin allerdings leider abgeblitzt. Muss schön sein, wenn man so schnell Freunde finden kann wie die beiden. Aber du hattest doch immer Freunde. Tja, das sah von außen vielleicht so aus, aber in Wirklichkeit... Hey, was hältst du von einem Spaziergang? Nur wenn du willst, aber natürlich. Ja! Klar, gerne. Aber voll! Bei den Attraktionen im Gold Saucer kannst du Goldpunkte gewinnen. Tausche die Goldpunkte in den Wechselstuben, die in jedem Areal zu finden sind, gegen tolle Preise ein. Unter ihnen befinden sich auch einzigartige Sammelobjekte und seltene Gegenstände. Gewinne so viele Goldpunkte wie möglich, um keinen Preis zu verpassen. Gruppe beigetreten. Wonderman Square. Event Square. Oh, warte mal. Ich glaube, ich bin an der Treppe vorbei. Nee, warte mal, was? Wo ist die Treppe? Chocobo Square. Skywheel Square. Alter. Soll es in die Tiefe bis zum Erdgeschoss gehen? Nein. In die Höhe. Grüne Oase. Oh, muss der Marlene vermissen. Habe ich jetzt wieder 20.000 Minigames zur Verfügung? Bitte nicht. Beehren Sie uns wieder. Ach shit. Sorry Leute. Da hab ich mein Licht. Jetzt weiß ich auch, warum das mit meinem Licht hier die ganze Zeit nicht so recht funktioniert hat. Es war vor der Kamera fast schon. Ich habe es noch nicht mal gemerkt. Jetzt muss ich aber mal gucken. Also habe ich jetzt eine Art Date mit ihr, ja? Lass mal schauen. Ah, das geht erst, wenn ich da raus bin. Hallihallo! Okay, sprich mit den putzigen Robotern der Mogelguards, um innerhalb des Gold Saucers zu reisen. Je mehr Areal du besuchst hast, desto mehr Reiseziele stehen dir zur Verfügung. Wo darf es hingehen, Kubo? Teuer. Also, aufgepasst, Kubo! Ziel erreicht, Kubo! Herzlich willkommen im Gold Saucer. Lass mich mal schauen. Hier bin ich, ne?
Speed Square. Oh Gott, schaut euch das mal an, wie viele das sind. Chocobo Square. Ne, direkt mal falsch gelaufen. Na, von mir aus. Ich weiß ja nicht, Leute, ich weiß ja nicht, ne? Es sieht aus, als hätte ich hier ganz wenig Freude dran. Neue Rekruten! Willkommen bei den Kosmo-Rittern! Wohlan! Beginnen wir sogleich mit dem Briefing! Passt genau auf! Sahst du als Rekrut auch so aus, Cloud? Nicht ganz so grün hinter den Ohren. Oh, Cloud! Was wird das? Alles in Ordnung. Was ist in Ordnung? Ihr habt euch nicht gestritten. Also, ich bin schon ein bisschen neidisch. Orte wie diese sind in Begleitung einfach viel lustiger. Ach, gibt es denn keinen, der sich meiner erbarmt? Nein. Lass das. Hm? Man schnappt sich nicht einfach den Erstbesten, oder? Sagt unser Experte in Beziehungsfragen. Der erste Eindruck kann trügen. Du könntest an jemanden geraten, der Übles im Schilde führt. Vielleicht sogar an jemanden von Shinra. Keine Angst. Ganz so blauäugig, wie du denkst, bin ich nicht. Papa. Ach so. Na dann, ist ja gut. Aber dass du dich um mich sorgst, freut mich trotzdem. Viel Spaß noch, ihr beiden. Okay. Okay. Also, wo muss ich hin? Die Verteidigungslinien des Feindes zu durchbrechen. Oh, ich habe das Gefühl, dass das keinen Spaß macht. Sind Sie bereit für Ihren Einsatz? Nö. Ausweichen, schießen, Bombe, Heilung. Im Laufe der Zeit wurde die Militärführung immer korrupter. Es waren die Kosmoritter, die das. Ich sag doch, das ist sowas, wo ich mir sage, es sind zu viele Minigames. Ziel der heutigen Mission ist die Zerstörung des feindlichen Mutterschiffs. Der Frieden im All liegt in euren Händen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Das waren alle Gegner. Bereit machen für die nächste Welle. Aua. Gute Leistung. Wo darf es weitergehen? Hier. Jetzt habe ich keinen erwischt von denen. Das Objekte gesichtet. Niemand darf entkommen. Ausweichen. Warum schießt du nicht schneller, Cloud? Alles abgeschossen. Gute Arbeit, Rekord. Warte. Warte. Okay.
feindliche Truppen im Anflug. Bereit machen zum Abwagen. Ich hab keine Zeit. Du bist dem Gegner zwei Schritte voraus. Mhm. Ich hab auch so zweimal Heilung genommen. Das ist doch auch ein Gegner, oder? Ein feindliches Schlachtschiff der Enkidu-Klasse. Ja, ja. Oh Gott. Warte mal, ich kann doch auch. Es verfügt über eine Vakuumstrahlkanone neuester Bauart. Also Vorsicht. Ah Gott, nein. Bravo! Davon wird sich der Feind nicht so schnell erholen. Warum? Oh Gott. Was sind einfach zu viele Minigames? Ey, sorry, was sind zu viele Minigames? Auf die Feindbewegungen achten! Ach, halt die Klappe. Wie lange muss ich das hier eigentlich noch machen? Feindliches Mutterschiff nähert sich. Es ist das Rückgrat der Gilgamesh-Truppen und muss zerstört werden. Wer den Mut hat zu kämpfen, der folge mir! Wir müssen die feindliche Feuerkraft verringern. Auf die Geschütze zielen! Ja, ja, wo? Jeder Geschützturm muss zerstört werden. Da oben. Wir da. Wir greifen das Heck an. Mhm. Der Feind darf nicht entkommen. Ach, ist das so? Ohne Antrieb ist auch das größte Schlachtschiff nur eine riesige Zielscheibe. Feuer frei aus allen Rohren. Der Sieg ist zum Greifen nah. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Hab ich nicht vor. Warte, ich hab. Wie kann ich denn jetzt noch das letzte? Ein Dude, was ist falsch mit dir? Auf die Feindbewegungen achten! Ja! Warte mal. Ah, das ist auch, Gott. Gut gemacht. Dank deiner Tapferkeit ist das All wieder sicher. Die Kosmo-Ritter triumphieren immer. Nee, ich hoffe. Okay. Habe ich echt mal ein Minigame gehabt? Erzähl mir nicht, du hast das zum ersten Mal gemacht. Oh Gott, juhu! Mugri. Okay. Die Aufgabe eures Geschwaders wird es sein, die Verteidigungslinien des Feindes zu durchbrechen. Okay. Sodann bringt er zu seinem Kommandostützpunkt vor. Jetzt zum Chocobo Square. Ich nehme an, es ist ein Chocobo-Rennen. Oh, wie sogar die Tifa-Melodie kommt. Das ist so süß. Das haben die beiden sich verdient. Park Center. Hm. Oh, hier liegt eine Materie rum. Wo will ich denn hin? Nachts am Neonlicht. Skyway Square. Wonder Woman. Hm.
Nee, warte mal. Quatsch. Ist das richtig? Näher ich mich dem Ganzen jetzt? Ja. Eine Oase. Ich näher mich, oder? Chocobo Square. Bin gespannt, da wollte ich ja zuerst hin. Aber ihr müsst zugeben, ist schon ein bisschen vieler Minigames, oder? Alter, ich schlachte dich ab. Die Leute fiebern ganz schön mit. Sowas kann regelrecht süchtig machen. Mhm. Besser vorsichtig sein. Ach, Cloud. Willkommen auf der Chocobo-Rennbahn. Sind Sie schon Mitglied bei uns? Nein. Dann kann ich leider nichts für Sie tun. Hier dürfen nur registrierte Mitglieder mitmachen. Oh, schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Es steht Ihnen natürlich frei, die Rennen an den Bildschirmen zu verfolgen. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Oh, okay. Schade. Wie? Haben Sie Goldpunkte? Oh. Ich kann Chocobo Plüschtücker. Chocobo Jockey. Einführung in die Schwert. Ja. Ich würde zwar gerne das Plüschtier nehmen für Iris, aber das Buch ist wichtiger. Was soll das denn, du lahme Ente? Okay. Dann wollen wir mal zu der nächsten Attraktion gehen, die da wäre... Battle Square, ne? Ja, Battle Square. Ist direkt daneben. Boah, wenn das das mit dem ist, was ich vorhin gemacht habe, dann will ich das echt nicht machen, weil ich ehrlich bin. Gerade eben war ich doch noch genau da. Unendlich viel Spaß im goldenen Paradies. Hinter dem schillernden Eingang erwarten Sie viele verschiedene Areale. Sie schwebt. Wow. Magisch der Ort. Nee, warte mal, was? Warum ist das denn jetzt auf einmal weg? Ist das oben? Ich glaube, das ist oben, oder? Battle Square. Ich will zumindest überall mal hingegangen sein. Oh, guckst du an. Was machst du hier eigentlich? Mich verstecken. Da waren ein paar Kinder, die mich für ein Maskottchen gehalten haben. Sehr lästig. Oh, armer Red. Lust auf ein zünftiges Kämpfchen? Das mache ich. Zweierkampf Geschwindigkeitsjunkie. Okay. Cloud und Tifa. Ja. Und jetzt? Was jetzt? Runde 1 von 2. Ich komme! Nicht aufgeben! Volltreffer! Über meine Grenzen! Das war's dann. Schluss! Hiya.
Eine Auffrischung. Weiter! Ja! Genau, Schluss jetzt! Weiter! Ja. Wie schnell man Limit vollkriegt, wenn man... Jetzt wird abgerechnet! Ja! Mach! Es ist auf! Weiter! Auf. Ja! Mach! Bin da! Bereit? Mir nach! Ich komme! Tschüss! Gesehen? Na? Hier! Das war abzusehen. Ja gut, das ist etwas, damit kann ich tatsächlich leben. Dann kann ich ihr das Plüschtierfleisch kaufen. Machen wir, was soll das denn? Zack, hier! Auf! Ich komme! Warum rennst du weg, wenn ich das machen will, du Penner? Mach! Ja! Sehr gut! Auf jeden Fall! Nimm das! Ich komme! Warum? Mein Vater! Alles gut. Volle Kraft! Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber. Muss ich die jetzt alle machen oder reicht es, wenn ich die... Okay. Nämlich keine richtige Schwäche. Das ist interessant. Ja. Bin da. Zack. Gut gemacht. Hat ihm nichts gemacht. Das ist ja mies. Was? Es geht los. Nimm das. Ja. Ja. Zack. Ja. Er hat mich gefressen. Mist. Tifa. Wir schaffen das. Nimm das. Entscheide es. Hol ihn mir raus. Und los! Okay. Los! Zusammen! Yes. Und los! Ha. Okay. Und los! Und los! Ich kann nichts machen, ey. Ja! Ja! Ja. Genug! Zusammen! Hilfst du mir? Ja. Hilfst du mir bitte? Ja. Hilfst du mir bitte? Ja. Und los! Klar! Hilfst du mir? Zum Angriff! Yes! Ja! Klar! Hilfst du mir? Klar! Warum ist das bei ihr so viel leichter als mit... Hilfst du mir? Ja! Okay! Hilf mir mal! Hilf mir mal, sagt sie zu einer Gottheit.
Aber die Synchro kann ich immer noch nicht benutzen. Warum? Ja, ich verstehe es nicht. Das war's! Zack! No! Komm schon! Klar! Hilfst du mir? Okay. Komm! Klar! Hier! Ja. Hilfst du mir? Ja. Ist das alles? Zusammen! Klar! Besser vorsichtig! Okay. Irgendwie hatte ich jetzt ein bisschen durch von den vollen Kämpfen. Und tschüss! Okay. Ich stehe mit einem Schleim. Sehr gut, weiter so! Yeah! Oh, das sollte ich nicht machen. Das kann ich ja schon. Kommen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie kämpfen wollen. Ah, okay. Okay. Also, was haben wir jetzt noch über? Wir haben jetzt noch über. Skywheel. Ich finde das schon noch irgendwie. Warte mal. Jetzt bin ich an dem Mukriton Sport Dings vorbei, ne? Das weiß ich gerade noch nicht. Event Square. Event Square. Okay. Ist mir egal. Danke, Kubo. So, Wunder. Wonderman Square, Skywheel Square. Wir gehen natürlich erst zum Skywheel Square. Es tut mir aufrichtig leid. Im Moment herrscht zu großer Andrang. Bitte kommen Sie später wieder. Oh. Ziemlich beliebt, was? Wir können ja erst woanders hingehen. Echt? Was ist das? Aber ich bin froh, dass ich nicht alles machen muss. Das wäre bitter. Als nächstes gehen wir aber zum Wonderman Square. Wonderman Square. Was ist Wonderman Square? Und so viel ist es, glaube ich, auch gar nicht auf der Karte mehr. Kupo. Oh nein. Motorrad fahren. Welche lege ich jetzt am besten? Die vielleicht? Oh, das will ich in gar keinem Fall machen. Oh, sieht aus, als könnte man hier eine Menge Spaß haben. Guck mal, es gibt sogar ein Motorradrennspiel. Das magst du bestimmt. So was ist doch für Kinder. Was? Mal wieder kein Interesse? Doch. Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt. Okay, was ist meine Aufgabe? Hallo Leute, habt ihr auch viel Spaß hier auf dem Wonderland Square? Na gut, ich teste es mal. Oh Gott, ich hasse es, aber ist egal. Ja, ja, komm. Um es abzuschließen, muss ich ja nur eine Runde schaffen, quasi. Das ist in Ordnung.
Flashbacks, ey. Ja! 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 Ich krieg heftige Vietnam-Flashbacks. So als bester Fahrer der BSAA. Ja! Ja! Oh Gott, was? Wow, das ist, glaube ich, der erste A-Rang, den ich wirklich gemacht habe. Scheinst den Dreh noch ganz gut raus zu haben, was? Mhm. Und das war nur der Standardmodus. So, wo ist mein... Oh, Cloud! Ich dachte, du wolltest dich ausruhen. Konntest den Verlockungen des Gold Forcers wohl doch nicht widerstehen, was? Nope. Du bist allein? Ja, es gab so viel zu sehen, da habe ich die anderen aus den Augen verloren. Du kannst gern mitkommen, wenn du möchtest. Und euer Date stören? Nee, so dreist bin nicht mal ich. Na, so dreist ist nicht mal sie, habt ihr gehört? Ach, ich muss irgendwie mit meinem Laptop einmal kurz... Ich habe keinen Platz mehr für meine Gläser auf einmal. Das war nicht geplant von meiner Seite aus. Den Rest mache ich gleich. Hier kann ich irgendwo Preise eintauschen. Hier vorne. Hey! Na, schon genügend Goldpunkte zusammen? Bestimmt. Zeig mal. Play Arts Action Modell, Blut der Königin, Spielbrett. Warum will ich das haben? Boah. Chronik des Roten Kriegers Band 3. Die Sosa-Maskottchen. Kann das was? Ich hätte aber eigentlich gerne das Chocobo-Plüschtier gehabt. Komm gerne wieder vorbei, wenn du genügend Goldpunkte hast. Ja, ja. Wo? Da vorne. Wo war denn das Chocobo? Ah, das war beim Chocobo-Square. Ach, da ist noch was. Event Square. Ich freue mich darauf, Sie bald wieder...
Warte mal, was? Skywheel Square? Hauptstory? Oh. Okay. Begrüßen zu dürfen, Kumpel! Ups. Das wäre so viel cooler als die Dinger, die wir haben. Sind Sie bereit für unendlich viel Spaß im goldenen Paradies? Ja. Vielleicht, ich weiß nicht. Irgendwo hier, ne? Hier. Ghost Square. Nee, das war falsch, ne? Das war falsch. Nein, warte, ich muss zurück, ich muss zurück. Ach, scheiße. Ich gehe gerade nämlich zum Hotel. Sorry. Herunter. Ah, oh, wie die Diva-Melodie da immer spielt. Das war süß. Eindeutig ein Tifa-Date. Wo ist das bitte? Ist es drunter? Hier muss man alles systematisch ab- ja. Willkommen in der grünen Oase. Event Square. Boah, aber das sind dann auch die einzigen, die fehlen, ne? Da nicht. Mein ehrenwerter Kunde, haben Sie schon eifrig Goldpunkte sammeln können? Oh, Chocobo plüscht hier. Dadurch können Sie auf jedem Platz die Aufführung in vorzüglicher Klangqualität. Für Iris, oder? Lehnen Sie sich in den bequemen Sitzen zurück und lassen Sie sich vom zauberhaften Spiel des Orchesters und himmlischen Gesang der Darsteller Loveless. Es wäre mir eine Ehre, Ihre Goldpunkte schon bald wieder in Empfang zu nehmen. Ja. Die Hauptdarstellerin. Ich habe immer noch Herzklopfen. Grandios war das. Ich habe immer noch. Ich bedauere, aber der Vorverkauf für die heutige Veranstaltung ist bereits beendet. Ach so, da hinten. Ticketverkauf an der Abendkasse geht eine Stunde vor Veranstaltung. Das ist ja. Oh. Jesse? Jesse, ich war noch nicht lange in den Slums, da hatte ich mal Schwierigkeiten. Jesse hat mir damals geholfen. So wurden wir Freundinnen. Verstehe. Sie war wie eine Schwester für mich. Eine Schwester, die sich nie wieder gemeldet hat? Nichts konnte ihr die Laune verderben. Ja, allerdings... Ich habe viel von ihr gelernt. Danke, Jesse. Ja, aber wenn sie da hängt, ist sie doch noch aktu... Oder verstehe ich das falsch? Das Goldene... Wollen wir los? Ja. Schon vorbei. Wohin wollen wir nun? Zu den Chocobo-Rennen? Ach, schon wieder? Ist wohl gerade Pause. Ob sie hier in vielen Rollen aufgetreten ist? Wahrscheinlich. Hätte es gern gesehen. Gib dich zum Besucher des Gold Saucers. Vielen Dank für Ihre Geduld. Der Skywheel Square ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Das wird eine überlange Folge. Nehmen Sie Platz in einer der Gondeln des Riesenrads und begeben Sie sich auf eine fantastische Reise in luftiger Höhe. Das wird eine überlange Folge, Leute. Eine heftige überlange Folge. Ich weiß schon jetzt, wie ich die Folge nenne, nämlich das beste Date der Welt. Skyrim Square. Werde aber nicht dazu sagen, mit wem es ist. So, Ghost Square.
dann ist das wirklich. Warte mal, habe ich wirklich alles dann schon? Nachts im Neonlicht. Jo. Ach egal. Ich will auch nee, warte mal. Falsch. Na, da hoch. Mega. Bin gespannt. Wende ich mich jetzt besser aus? Sieht aus, als würde dann eine Zwischensequenz kommen. Ich blende mich mal aus. Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist hier los? Das ist doch dieser Dylan oder Dias oder Dryan oder wie er hieß. Liebe Gäste, zurzeit läuft unser Pärchen-Event. Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Sorcerers. Erleben Sie spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Jetzt darfst du auch, Tifa. Ich freue mich schon. Cloud, sag was. Die beiden sind so süß. Was ist hier los? Tja, keine Ahnung. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Cloud, es ist schrecklich. Eine Katze? Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen. Also wisst ihr, in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Sicher eine Verwechslung, oder? Sehen wir nach. Okay, ihr Lieben, jetzt mache ich hier einen Cut rein. Das Date wurde ja jetzt heftig... Das wurde heftig gebremst. Reise mit dem... Och, Mann... Schade. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es wäre fast das perfekte Date gewesen, hätte das mit dem Riesenrad jetzt noch geklappt. Haut rein!